Oh mein Gott. Wand. Nun, das ist ja ein richtiger da wollte ich jetzt nicht hin rein. Irgendwie müssen wir hier hoch. Ah, da oben. Nein, nein. Gott, dumm. Ich wollte mir wehtun, lass mich. Hey, da oben ist ein Datenfragment. Aber erstmal machen wir hier weiter und klettern da irgendwie hoch. Wenn wir denn irgendwie hochkommen und Ezio nicht so dumm dazu wäre. Ah, okay. Und da hoch und da und da und da. Und da wären wir auch schon. So, ich schätze mal, jetzt müssen wir das Zeichen wiederfinden. Ja, genau. Akzeptieren. V. Hey, das ist eine Wache. Okay, dann müssen wir dahin, anscheinend. Ziemlich weiter Weg. Aber hoffentlich ist es das letzte, das wir jetzt hier in der Stadt finden müssen. Das wäre etwas vorteilhaft. Bam. Gute Nacht. Wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Entschuldigung, meine Herrschaften. Ich kletter einfach hier hoch. Und da wären wir auch schon. Da ist noch ein Datenfragment. Da links. Da. Und da ist unser Fleischermesser. Voll fett. Und das vierte Buch, glaube ich. 4 von 5. Und es ist das. Wie vielte Buch? Ich hole mir jetzt das Datenfragment da hinten noch. Da stand gar nicht, das wievielte Buch das ist. Aber wir haben das Datenfragment hier und wo war das andere? Das holen wir uns auch noch schnell. Einfach nur, weil wir es können. Wo war denn das? Nein, nein. What you doing? Wo war denn das? Das war irgendwo hier drüben. Der Spitze da hinten, glaube ich. Ah, genau, da oben ist es. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Und ich würde sagen, wir benutzen dann mal ein Tunnel, um schneller wieder zurückzukommen. Weil ich keinen Bock habe, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. So, jetzt haben wir 10 Datenfragmente. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in dieser Animus-Zwischenwelt sind, können wir wahrscheinlich da so durchgehen. Desmonds Reise 2 ist auf der Insel freigeschalten, genau. So, wo ist der nächste Tunnel? Hey, das ist eine Truhe. Phosphor. So, dann schauen wir mal. Gott, Sprachfehler. Wo müssen wir hin? Müssen wir da hin? Was ist das? Piri Reis. Toll. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten. Okay, da haben wir noch keinen Tunnel freigeschalten. Das heißt, wir müssen das Ganze laufen. Yay. Naja, kann nichts machen. Dann rennen wir halt noch einen ganzen Part rum. Weil wir es können. Darunter.
Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? So. Und dann hier nach links und da geradeaus und da nach rechts. Und da sind Feuerspucker oder Feuerjongleure. Jongleure. Hier renne ich einfach mal durch, weil ich es kann. Okay, das war eine schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Ja, spring. Hallo. Bleib da einfach so stehen. So, und renne hier einfach mal weiter. Und wir verstecken uns hier irgendwo. Am besten, ja. Wir setzen uns mal hier hin. Ja, wie lang noch? So. Und dann weiter in Richtung blinkendes Buch. Jo, Wache. Was geht? Und durch den Baum durch. Machen wir mal Heiltrank hier. Nehmen hier unser Fleischermesser. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Hier war ich ja noch gar nicht, glaube ich. Okay. Vielleicht begleiten wir die jetzt doch. Holy shit. Okay, wo sind wir jetzt? Ach so, stimmt, das Buch führt uns ja immer zu so Locations, wo wir dann den Masyaf-Schlüssel finden müssen. Mädchenturm. Seien Sie vorsichtig. Hey, das ist ein Leuchtturm, ist ja cool. Was macht das? Ein Assassinensiegel. Steigen wir einfach mal drauf. Oder auch nicht. Ah, ich wollte aber nach oben klettern. Die Atmosphäre ist übrigens episch, also Respekt an die Macher. Ich dachte, wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Ah, okay. Holy shit, what the fuck, was ist das? Okay. Aktivieren wir das hier einfach mal. Okay. Dann müssen wir jetzt... Ah. Ein Zeit-Dingsbumste. Dürfte nicht allzu schwer sein. Der Typ macht jetzt hier unten alles kaputt. What the fuck? Okay. Hey, das ist ja cool. Hey. Tun praktisch die Gewichte ins Wasser, damit das Wasser durch die Rinnen rausfließt und jetzt können wir da unten rein. Respekt. Ich schätze mal, wir müssen hier hinspringen. Und dann nach unten. Ah, okay.
Nein, nach unten. Und dann nach hinten. Und hier weiter nach unten. Und dann hier nach hinten, glaube ich. Ja. Ja, Hilfe. Hoffentlich rutschen wir hier nicht aus. Das wäre ärgerlich. Und hoffentlich fallen wir nicht ins Wasser. Das wäre auch ärgerlich. Das ist hier wieder, das ist wieder so ein Zeitteil, glaube ich, oder? Übrigens schauen die Algen da ein bisschen komisch aus, fällt mir gerade auf. Wow. Okay, wow, wo? Wie komme ich da hin? Hä? Muss ich da jetzt zurückspringen oder was? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. So, irgendwie müssen wir dahinter kommen. Ah, da hoch. Okay. Dann warten wir mal, bis das ausgelaufen ist, die Zeit. Und dann müssen wir da hoch. Warte ich schon mal. Ja, genau. Und dann hier weiter. Okay. So, Reset bitte. Ja. Cool. Okay, nein, nein, nicht da hoch. Da hoch. Danke. Okay. Jetzt da hoch. Und jetzt darüber. Und darüber und darüber und darüber und dann haben wir es geschafft. Easy going. Wenn man wüsste, wo es lang geht. Okay, das macht das gleiche nochmal. Dann gehen wir praktisch eine Ebene tiefer. Ist ja übel genial. Der nächste Schalter, aber bevor wir den betätigen, schaue ich mal, wo es lang geht. Ich schätze mal da rechts. Okay. Dann verlassen wir uns mal auf das Glück und finden unseren Weg selber. Ich schätze mal einfach hier weiter und da runter. Und da nach rechts irgendwie vielleicht. Okay. Und jetzt darüber. Ich rate gerade einfach nur. Okay, und hier nach hinten. Und hier auch nach hinten. Und hier rüber und bam. War doch gar nicht so schwer. Noch eine Ebene nach unten, was geht? Das war anscheinend die letzte Ebene. Einfach mal hier weiter, glaube ich. Vielleicht.